in der Reihe Deambulation und Linie besuche ich heute die Annenviertlerinnen Doris Bsilitschnik, Gabi Medan und Simone Reis. Also mein Name ist Doris Bsilitschnik. Ich arbeite für den Kunstverein Rotor als Projektmanagerin und bin auch so sehr umtriebig, Kultur und Kunst interessiert und arbeite auch, also so ein bisschen daneben, und zwar als Modedesignerin. Raketa. Hallo, ich bin die Gabi Medan und mache mit der Simone Reis zusammen Stadtteilarbeit. Ich bin die Simone Reis, arbeite bei der Stadt Graz, der Baudirektion, im Team Neugestaltung Annenstraße, wo wir eben auch Stadtteilarbeit machen mit Begleitprojekten und anderem. Im Rotor, so schließt sich der Kreis. Das heißt, genau. Euch alle verbindet eigentlich das Annenviertel? Ja, genau. Das Projekt Annenviertel mit Rufzeichen ist ein Projekt, das der Rotor 2009 erfunden hat sozusagen, wo es darum geht, dass man, der Rotor ist in der Volksgartenstraße 6a gelegen, und es geht darum, eigentlich die unmittelbare Umgebung im Viertel zu untersuchen, was passiert hier, wer lebt hier, wer arbeitet hier, was herrscht hier für ein Geist. Und einfach mit den Menschen hier vor Ort mit künstlerischen Mitteln zu arbeiten, um sich gegenseitig kennenzulernen, um partizipatorische Projekte zu machen. Und wie das Projekt halt ausgekopft worden ist, hat die Margarete Markowitz und der andere Lederer halt viel Lobbying auch betrieben, die sind beide Leiter vom Rotor, und wollte eben auch schauen, dass man ganz viele Netzwerkpartner halt auch bekommt, die eben auch in der unmittelbaren Umgebung oder im Viertel, im Grätzl halt arbeiten, schauen, was die tun und auch für dieses Projekt begeistern. Und da sind sie eben zur Stadtbaudirektion gegangen und sind dort auf die Simone Reis getroffen, die für das Projektmanagement Annenstraße zuerst einmal zuständig war, weil die Annenstraße soll ja umgebaut werden jetzt, was ja schon ewig ein Thema ist, aber jetzt ist ja mittlerweile auch schon begonnen worden, halt sozusagen mit dem Beginn der Annenstraße, wenn man das so in Südtiroler Platz schon so nennen kann. Und ja, und da haben wir uns kennengelernt und da waren wir uns eigentlich auch gleich sympathisch und haben gemerkt, dass uns eigentlich der Service Spirit bewegt, eben positive Energien zu verstärken, beziehungsweise einfach nicht was totschreiben zu lassen, sondern einfach zu schauen, was passiert wirklich und wie kann man positive Effekte auch verstärken, sozusagen. Ja, und da haben wir dann die Simone Reis kennengelernt und die Simone hat dann die Gabi Medan ins Boot geholt. Die Gabi, die ist eine waschechte Annenviertlerin ist, gell? Gabi, erzähl mal. Du wohnst ja da, gell? Ich wohne da, ja. Und? Wie ist das von deiner Seite? Na, mir gefällt das Annenviertel deswegen so gut, weil ich finde, da gibt es so viele kleine Universen nebeneinander, gell? Und ich bin hauptsächlich damit beschäftigt, diese kleinen Universen kennenlernen. Also ich lerne die gerade kennen, die ich noch nicht kenne, und so schauen, was können wir aus diesen Universen machen. Ja, und dann finde ich es ganz wichtig, dass man die Leute selbst dazu bringt, dass sie sich bewegen, statt dass sie gerne. Ja, also die Stadt Graz hat ja aufgrund des Projekts der Neugestaltung der Annenstraße, ich arbeite in einer technischen Abteilung, wo schon Bürgerbeteiligung immer klassisch erfolgt oder versucht wird zu machen zumindest. Und es kam die Idee vor einigen Jahren, eben auch was Neues zu machen, eben neben dem technischen Bereich, eben Netzwerke im Stadtteil aufzubauen und Leute zu finden, die eben das positiv begleiten, Informationen auch zu gewährleisten, auch mit Partnern im Viertel, also hauptsächlich mit Partnern, weil was Neues zu erfinden ist eigentlich widersinnig, weil es gibt ja sehr, sehr viel. Und diese Aktivierung eben zu vernetzen und dadurch Projekte ins Leben zu rufen. Darüber habe ich den Verwaltungsteil, aber es klingt immer ein bisschen schwierig, Verwaltung. Ich versuche immer so mehr im Viertel zu arbeiten, mit der Gabi gemeinsam und mit dem Rotor hauptsächlich als Partner, aber auch mit vielen anderen. Und eben so ein bisschen die Klammer zu sein zwischen den Menschen vor Ort und eben dem technisch trockenen, staubigen Bereich. Du bist ja die erste Stadtteilmanagerin. Genau, also das Stadtteilmanagement ist so ein Begriff, gibt es Quartiersmanagement und alle möglichen Begriffe aus anderen Städten. Und das haben wir mal so genannt, das ist ein Pilotprojekt, um es mal auszuprobieren hier im Umfeld der Annenstraße, und den Begriff des Annenviertels hat mir so gut gefallen, dass man gesagt hat, das
übernehmen wir ein bisschen. Und das ist auch das gemeinsame Element. Annenstraße trennt ja eigentlich Lent und Gries. Und das Viertel ist so ein gemeinsames, verbindendes Wort. Das ist, gefällt mir sehr gut und mittlerweile auch in aller Munde. Und ja, das ist eigentlich etwas, was entstanden ist, ne, im Laufe der Zeit zwischen all den Partnern und Partnerinnen, die wir haben. Und wie redet ihr mit den Menschen, eben die hier leben und arbeiten und zu Besuch kommen? Gibt es noch jemanden? Nein, ich glaube, damit haben wir echt total viel. Ja, wie tretet ihr mit ihnen in Kontakt? Gibt es sowas wie Treffen? Wir besuchen sie. Aufsuchen, sich zufällig treffen, bei Projekten, durch Netzwerkpartner. Genau. Heute haben wir einen Stammtisch. Ja. Den Annenviertel-Stammtisch. Im Café Fotograf, also ein neues Café. Also so ist eigentlich auch eure Arbeit zu beschreiben, oder? Ja, Kommunikation ist es eigentlich ganz viel. Man geht eigentlich mit offenen Augen durchs Viertel und schaut einfach auch, was passiert, was gibt es wieder Neues, was ist anders. Ich meine, wir vom Water, bei uns ist es so, dadurch, dass wir uns jetzt eigentlich schon 10 Jahre lang in diesem Viertel hier bewegen. Ich meine, dieser Standort hier ist jetzt erst seit 3 Jahren. Mhm. Aber wir waren von der Griesgasse über die Belgiergasse und jetzt sind wir mittlerweile da. Mhm. Und wir haben schon immer, war das uns wichtig, einfach zu schauen, was ist rund um uns, wie arbeiten, an was arbeiten die Menschen, was gibt es für gesellschaftspolitische Anliegen, weil das ist ja dem Roter ganz ein wichtiger Fokus bei den künstlerischen Äußerungen, ist der gesellschaftspolitische Fokus ganz wichtig eben auch. Und wer arbeitet eigentlich an der Zukunft einer Gesellschaft? Mhm. Wo sind auch Geisteshaltungen da, die, die einfach sich mit Themen beschäftigen, wie zum Beispiel, wie gehe ich mit dem öffentlichen Raum um? Mhm. Und durch diese Dinge, wo man halt interessiert ist, lernt man Menschen kennen und dann spricht man, wie es halt so ist, durchs Reden kommen die Leute zusammen und dann, ja, und der macht das, und da entsteht wieder das, ein neues Künstlerprojekt, ein neuer Verein, ein neues Geschäft und so. Man kommt leicht mit den Menschen in Kontakt, mit denen man sozusagen ähnlich arbeitet oder wo man sich woanders auch trifft, weil die was Ähnliches machen, wo man eben sowieso eigentlich hingeht. Und dann gibt es aber noch viele andere Gruppen, vor allem im Annenviertel. Also es gibt viele Migrantinnen, es gibt viele alte Menschen, es gibt viele Menschen aus einer mehr Unterschicht. Werden die auch in irgendeiner Form angesprochen? Eigentlich schon, ja. Wir schauen schon, dass man Künstlerinnen und Künstler für Projekte interessieren, die eben andere Zielgruppen als das übliche Kunstpublikum anspricht, weil es geht ja eben um einen niederschwelligen Zugang auch zu Kunst sozusagen. Und wir versuchen schon einfach auch durch ungewöhnliche Projekte, wo wir einfach eben schauen, weil wir recherchieren natürlich für den Kunstzusammenhang, was wird so gemacht und so. Und es könnte was sein, was hier auch reinpassen würde, was wieder eine andere Zielgruppe ansprechen könnte. Man könnte auch sagen, Gabi zum Beispiel, dass du ja jetzt ein Geschäft eröffnest mit einer, sagen wir, einer Zunft, die wirklich jeden Menschen betrifft, egal ob Künstlerin oder nicht. Du eröffnest ja den Salon Köller neu. Im nächsten Jahr, gell? Ja, Ende Januar, Anfang Februar. Und da triffst du ja dann sicher auch total viele Leute, die nichts mit Kunst zu tun haben. Die nichts mit Kunst, ganz im Gegenteil. Ja. Die, naja, sag mal so, die sind Gartenkünstler. Ja? So sage ich das jetzt. Wie oft tut ihr untereinander kommunizieren? Also, weil ihr habt ja noch andere Jobs. Also praktisch das Annenviertel füllt ja nicht nur euren Job aus, oder? Also, nein. Wie viel Zeit verwendet ihr dafür? Bei uns ist es phasenweise, gell? Manchmal täglich, dann ist, hören wir uns mal eine Woche nicht. Je nachdem, an was man gerade arbeitet. Es ist, kommt drauf an, wenn wir ein Projekt gerade haben, laufend. Wir haben jetzt vor kurzem die Community-Online-Plattform www.annenviertel.at online gestellt. Also die soll dann quasi dem Viertel, so quasi den Bürgern gegeben werden, wo sich dann jeder beteiligen kann und sich auch die Dinge, die ihn betreffen, quasi posten kann. Dann hört man sich öfters, tut man sich gegenseitig zeigen, wie funktioniert das. Wir haben Flohmarkt gemacht mit den Leuten, das war sehr überraschend, weil wir haben relativ wenig Werbung gemacht und es kamen doch dann sehr, sehr viele. Angenommen, die Leute zum Beispiel
jetzt nicht irgendwelche Firmen oder Künstler oder sonst was, aber haben irgendwelche Ideen, weil sie irgendwas machen wollen? Bitte, sie sollen kommen. Können sie? Ja. Das heißt, man kann zu euch kommen und sagen, ja, ich habe diese und diese Idee, könnte ja, mir helfen. Jetzt war zum Beispiel der Mohammed bei uns, ich finde das ist da schön, der möchte so eine Art Besuch-mich-Projekt machen. Und wo ist bei uns? Im anderen Film. Aha, okay. Also das Besuch-mich-Projekt, also ich nenne das jetzt Besuch-mich-Projekt, dass so das anderen Viertel ansässige Menschen einander besuchen zum Tee oder was auch immer. Gibt es noch irgendwas, was ihr erzählen wollt, was ich jetzt noch nicht gefragt habe? Doch, was wir trinken, gell? Ja, wir wissen ja nicht, ob das so mit dem Bild ist. Kamerazeit. Man kann es auch hergeben. Okay. Zeigen wir es mal. Das ist biologischer Weißwein oder Rotwein oder Apfelsaft. Ja. Vom Winzer Herrgott. Ein bisschen, um das anderen Viertel bekannt zu machen für die Leute, ist auch die Identität. Ne? Wenn man sagt, ich lebe in anderen Viertel. Manche sind ja ganz stolz darauf, gell? Die überhaupt auch viele ältere Bürger. Ist ganz süß eigentlich so. Das ist witzig, ne? Jetzt. Ja, das ist toll. Jetzt. Das ist wirklich interessant. Ja. Dankeschön. Habe ich noch eine Frage natürlich? Wie bei allen Videos habe ich bis jetzt gefragt, wie die Leute mit der Faulheit umgehen. Ah. Mit dem Begriff oder mit der Faulheit in eurem anderen Viertel oder in eurem Leben. Also vielleicht eine kurze Antwort. Von du an. Doris ist nicht faul. Nein, das ist etwas, mit dem ich eher, ich kann sehr bequem sein, wenn ich es einmal so in meiner Freizeit tue ich gern nichts tun. Ich meine, das Faulsein ist ja als Wort an sich ein bisschen ein negativer Begriff, aber ich finde es eigentlich sehr schön, wenn man einfach die Muse hat, nichts zu tun und einfach schauen kann oder offen dafür sein kann und Zeit dafür haben kann, was der Tag so bringt. Ich kann die letzten Jahre gut faul sein. Früher war es so Faulsein was ganz Schlimmes, also das Letzte. Aber so in den letzten 4 Jahren, ja, kann ich das gut. Bin ich täglich einmal faul. Ja, wirklich. Ehrlich. Ja, ich glaube, ich kann das auch ganz gut in meinem privaten Leben. Also es gibt so Momente, wo man bewusst sich aussucht, nichts zu tun, wie du sagst. Ne? Also nicht so Langeweile und negativ, sondern einfach so das Genießen ist so wie Wellness eigentlich. Ja, abschalten. Stimmt.